Dankeschön. Ich hoffe, Sie haben es verstanden, warum wir das vorhin so ernst genommen haben mit der Sicherheit. Aber man weiß ja nie, ob er das Ding auch mal nicht fallen lässt zwischendurch. Und dann gute Nacht. Na Gott sei Dank nicht, es ist nichts passiert. Jetzt passiert wieder einiges hier auf der Bühne. Wie gesagt, ein Höhepunkt jagt den anderen zum letzten großen Höhepunkt. Was heißt zum letzten? Zu einem der großen Höhepunkte, denn es geht ja nachher noch weiter. Kommen wir jetzt. Und viel Worte über ihn zu verlieren, das wäre wie Bier nach München zu tragen oder Eulen nach Athen. Deswegen ersparen wir uns das Ganze. Freuen Sie sich mit uns auf Ihren, auf unseren Franzl Lang. So, einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen, für die Gucke. Nimmst das ganze Bier mit. Ja, man weiß ja nie, wo man hinkommt, gell? Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich hier zur öffentlichen Besichtigung freigegeben wurde. Als erstes habe ich jetzt gleich einmal meine Lederhose am Strom angeschlossen. Habt ihr das gesehen? Aha. Das mache ich jeden Abend. Ich muss bloß aber aufpassen, dass man nicht der Blitz reinhaut. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie mit einem Jodelwalzer und dem Titel Auf dem Tanzboden deiner Wirtin zum Stern. Auf dem Tanzboden deiner Wirtin zum Stern. Sind die Burschen jeden Samstag so gehen. Ja, weil es da so fisch ist, aber ich will die Rische mal holen. Drum ist in der ganzen Gegend nur das Tanzen so beliebt. Also, und dann ist Platte und lacht. Ja, Leute, da hat der Tanzboden nur so zittert und kracht. Die Musikanten spielen zünftig und auf uns auch modern. Am Tanzboden deiner Wirtin zum Stern. Oder da, 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 der Tanzboden frei. Resel, geh, bring noch ein Mass. Aber frisch vom Fass. Auf dem Tanzboden deiner Wirtin zum Stern. Sind die Burschen jeden Samstag so gehen. Ja, weil es das ein Fisch ist, aber ich will die Rische mal umgehen. Drum ist in der ganzen Gegend nur das Tanzen so beliebt. Aber die Mutter ist plattelt und lacht. Da hat der Tanzboden nur so zittert und kracht. Die Musikanten spielen zünftig und auf uns auch modern. Auf dem Tanzboden deiner Wirtin zum Stern. Recht herzlichen Dank, meine Damen und Herren, und als nächstes ein sauberes Dirndl und ein Fischerbue. Möchte du ein Dirndl in der Kammer sein, steht bestimmt der Vater in der Nähe. Das muss auf die Dauer auch ein Jammer sein, und da kommt den beiden die Idee. Was machen Schwinder sicher, sind dann sie auch keiner, findet ein sauberes Dirndl und der Fischerbue. Die gehen hinaus in die Natur. Die zwei Verliebten haben sie gleich entdeckt. Das Busserl dort genauso schmeckt. Jodel, Frau der Bühl. Das Tier lacht dem zu. Den machen sie rüllen, Jodels. Oder wie ist der Dunkel? Hey, wo bei dem Flur? Schau durch den Mond. Sie stören, das haben die zwei sehr gern, das saubere Dirndl und der Fischepö. Hollo,
mal vom Himmel tropft, riecht's die jungen Leute weiter auf, weil das Herz im Regen gerade so stürmisch klopft, nehmen schlechtes Wetter gern in Kauf. Und wer sagt, lass was schatten, das den beiden macht das Spaß, als aber Dirndl und Fischebühl, die gehen hinaus in die Natur, die zwei Verliebten haben sie gleich entdeckt, das Busserl dort genauso schmeckt. Das Dirndl auf der Zühl, den Hamser rüber im Jodel. Und er wird dann dunkel, hey, über beiden Flügel, schaut über den Mond ein bisschen zu. Und keiner kann sie stören, das haben die zwei so gern, das saubere Dirndl und der Fische Pool. Sehr herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Als nächstes bringe ich Ihnen nun aus dem Film Der Orgelbauer von St. Marien den Königsjodler. Ich bitte nun um äußerste Aufmerksamkeit. Der Künstler ist sehr sensibel. Der König ging zu mir sagen, das ist schon lange her, in sein schönen Bergen, der Sinn war ihm zu schwer. Da hörte er ein Singen von steiler Felsenwand und spürte, wie so wunderbar sein Herzeleid verschwand. Sehr herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Und da drauf passt wieder was Schnelleres, und zwar die Jodlerbraut.
Manches nette Mädel hab ich auch gekannt und mein Herz schon hundertmal riskiert. Doch weil ich bis heute noch nicht die Rechte fand, hab ich in der Zeitung inseriert. Ich wünsch mir eine Jodlerbratte und ab und zu ein Saugrad. Wenn sie auch noch küssen kann, mag ich voll Freude zu jodeln. Alle Blicke quere ich göttlich, wenn ich sie nur hätte, weil man ständig küsst und gründlich jodelt im Duett. Oder wenn die eine Jule brannt, mir zärtlich in die Augen schaut, dann weiß ich eines ganz genau, jetzt die eine Jule Frau, in sich ein bisschen Jule Frau, ist sie einmal um sich schau, wenn ich eine Jule Frau. Mir meint, gern wär ich mit ihr im siebten Himmel drin, ohne für uns zwei die Sonne scheint. Ich wünsch mir eine Jule Brand, ob und zu sagen, und wenn sie auch noch küssen kann, mag ich voll Freude zu Jule Mann. Augenblicklich bin ich glücklich, wenn ich sie nur hätte, weil man ständig küsst und gründlich jodelt im Duett. Oder wenn die eine Jule brennt, mir zärtlich in die Augen schaut, dann weiß ich eines ganz genau. Jetzt die eine Jule braut, die sich ein bisschen Jule traut, die sie einmal um sich schaut, bin ich eine Jule Frau. Ja, hab's schon gesehen. Ich kann mich auch noch erinnern. Meine Damen und Herren, jetzt bin ich natürlich froh, dass Sie auch alle was zu trinken haben. Und jetzt werde ich Sie bitten, mit mir einzustimmen ins Prosit der Gemütlichkeit. Was haben wir denn für... Ja, ein Prosit der Gemütlichkeit. Ein Prosit der Gemütlichkeit. Eins, zwei, drei, super, Prost, bitte. Aha, das ist ein bisschen was Dünnes, gell? Sind da alle die Pazzi, haben sie mir ein Rallermast los. Aber das macht nichts zum Büseln, geht schon. Meine Damen und Herren, so ist mir recht, so passt mir. Da kann ich bloß mehr eins sagen, und zwar. Ja, du legst dich nieder und stehst überall. Ja, du legst dich nieder, ihr leider nicht passt auf. Die Senderin von Kraxelmann, die wird von einer Kuh. Jeden
Dog, ein Fasselnüchterei, einmal noch dazu. Wie es vorher war in Grenzelwand, da ist das Hinnering Fritz. Hat mit ihrer besten Kur das Feier niedergespritzt. Ja, du legst dich nieder und stehst überall. Ja, du legst dich nieder und jodelt jemand drauf. Jetzt ist schon wurscht, ne? Jetzt sind wir schon da. Der Spiel von Forsterin, der hat eine Kraft, der ist wie ein Bär. Der bin noch einmal hinhaut, ja, da wächst kein Zahn mehr. Bevor der Spiel seinem Ackergaul die Eisen neu montiert, wird mit einem Hirnbatzel des Ross narkotisiert. Ja, du legst dich nieder und stehst überall. Ja, du legst dich nieder, da jodelt dich schon wieder ein Traum. Macht euch was aus, wenn wir es noch mal packen. Macht's euch nichts aus. Gut, dann brauche ich musikalische Vorzähler. Ich sage 7 und Sie sagen 8, nicht? Also, dann weiß ich ganz genau, wann es losgeht. Nicht? Jetzt probieren wir es mal. 7! Ha? Ja, okay, ja, ja. 7! Neun! Der Jäger Sepp von Mittenwald, er ist der beste Schütz. Wenn er trifft, ein Edelweiß und der Karwindelspitz. Und Gamsport hat 100 Weiß, da fragst du, wie kannst du das geben? Ja, der schießt den Gamsport weg und lass die Viecher leben. Ja, du legst die nieder und stehst überall. Ja, du legst die nieder, da jodel immer wieder ein 7. Scheiße, das ist sich. Hä? Wie will ich? Ja, mir ist ja scheißegal, gell? Der ist von der Bar, was ist das, ein Rieschel? Das hört sich recht heiser an. Heiser? Ja, das ist doch. Keiner. Geh weiter. Ja. Kannst du auch so saufen? Nein. Nein. Probieren wir es mal. Mhm. Der riecht gesund. Nein, auf einmal schiebt es nicht runter. Dann musst du schon schleichen mit dem Tablet.
Die haben wir dann eh Ja. Ich konnte aber sagen, da ist was drin in dem Glas. Da wenn du beim Bisseln daneben treffst, hast du ein Loch in den Schuh drin. Mein lieber Fred, das muss einmal gesagt werden, gell? Meine Damen und Herren, als nächstes Ja, der hat schon sämtliche Musiker vernichtet, aber nicht uns. Meine Damen und Herren, als nächstes bringe ich Ihnen nun... ja, was bringe ich denn jetzt? Weiß ich nicht mehr, was ich bringen wollte mit lauter... Halt! Jetzt ist es mir eingefallen. Das ist ein ganz schwieriger Fall. Das heißt... Hola da ratata. Genau. Genau das habe ich gemeint, meine Damen und Herren. Und damit Sie alle mitsingen können, sage ich Ihnen den Text. Der ist ganz leicht. Der geht hola da ratata, hola da ro, hola da ratata, wer kann, der kann. Ist alles klar? Na, greifen wir an. Hollere. Schenkt's Bier im Steinkrug aus, drum bringt er aus sechs Gitter, hol dabei gut hundert raus. Der Huber sagt der Meier, versäut's doch gern die Wurst, drum haben in seiner Wirtschaft die Leiden solchen Durst. Jetzt erbaut man's wieder, aho, la, da, ratata, hola, da, du. Da sagt der Herr im Himmel, jetzt kann ich's nicht mehr hören. Aloysius, der Engel, fliegt aus dem Himmel hinaus und seitdem sitzt er gemütlich im Münchner. Ja, freilich, aho, la, da, ratata.
Es hört der Herr im Himmel den Alleluia blären. Da sagt der Herr im Himmel, jetzt kann ich nicht mehr hören. Aloysius, der Engel, jetzt pass auf, jetzt kommt's. Ja, jetzt lach ich. Super. Hola, da, ratata, hola. Recht herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Als nächstes darf ich einen Wunsch erfüllen mit dem Kuckucksjodler. Morgens war die Sonne der Scheinen. Ja, du, oh, rufe der Kuckuck im Wald. Ja, du, oh, rufe der Kuckuck im Wald. Ja, was ist da mit die Kuckuck? Kuckuck. Sind schon ein paar ältere Kuckuck dabei. Ja, jetzt hätte ich gar keinen braucht, gell? Ich sag Ihnen wieder Bescheid, wenn es soweit ist. Und wenn du zwei Dirndl zum Lieben hast, eine heiratst der anderen, rufst du. Ja, eine heiratst der anderen, rufst du. Jetzt war es wieder soweit, nicht? Ich meine, alle da hinten sitzen schon ein paar Papageien dazwischen. Sehr herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Als nächstes möchte ich Sie bitten, hängen Sie noch ein bisschen bei Ihrer Nachbarin oder bei Ihrem Nachbarn. Ja, vielleicht ist der froh, wenn er wieder mal berührt wird. Wir singen und schunkeln zusammen das Kupfsteinerlied, die Perle Tirols. Kennst du die Perle, die Perle Tirols? Das Städtchen Kupfstein, das kennst du wohl.
so wenig und still. Ja, das ist Kufstein am grünen Inn. Ja, das ist Kufstein am grünen Inn. Möchte immer so sein bei einem Maler und einem Jasener Wein, bei einem Maler und einem Jasener Wein. Von die ganz arme Leid, ganz arme Leid, ganz arme Leid. Wenn's mich geht, was geht von, dann bin ich befreit. Ei, 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 oh, ei, 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 ei. Die Gose ist weg, die Gose ist weg, ja, du verrückt. Ei, 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 die Gose ist weg, die Gose ist weg. Wir sind vibrato da, ja, 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 wir sind vibrato da, geh ue die Schau, wir sind so lippe da, hei piri blau, wo die Schau drau. Manchmal ist das Zand, mein lieber Freund, da muss man Nerven hoch. Doch nein, wie cool, ich speit aus dem Hemd. Die Skulasch war total fahrt. Sehr richtig, geh heute, schau mir zu dem Pödo. Ein Pini blau, wo sich schon drauf. So nimmt's mein Abschied,
und fährt nach Haus. Man legt den Kufstein, man legt am Tirol. Mein liebes Mädel, lebe wohl, lebe wohl. Mein liebes Mädel, lebe wohl, lebe wohl. So, jetzt meine ich, haben wir wieder durch, gell? Hau nochmal rein. Meine Damen und Herren, zuerst einen Trinkspruch. Zwei Knaben gingen durch das Korn, der eine hinten und der andere vorn. Da sagt der Hintere zu dem Vordern, lass mich doch auch mal vorne gehen, denn hinten ist die Luft nicht schön. Ein Prosit, ein Prosit, der Gemütlichkeit. Ein Prosit, ein Prosit, der Gemütlichkeit. Eins, zwei, drei, super, Prospero. Ich muss die selber ein bisschen runterschütteln, gell? Weil meistens habe ich vom Vortag noch was über. Meine Damen und Herren, ich darf noch einen Wunsch erfüllen, und zwar mit dem Appenzeller. Mein Vater ist ein Appenzeller, der frisst der Käse am Dill. Oh,
mal ruhig. Meine Zugabe. Also, meine Damen und Herren, dann packen wir es jetzt amerikanisch, gell, weil es wurscht ist. Da haben wir jetzt ein kleines Vorspiel. Und dieses Vorspiel kann ich machen, solange ich will. Ne? Ja, ja. Du, am Heiligen Abend zur Bescherung müssen wir alle wieder daheim sein. Gell? Jetzt pack ich es gleich. Es fiel auf seiner Brücke, aber ist der Mann immer gewinnt, aber der Lecker. Am schwarzen Bema hin und her, sind der tiefe Brüder. Der Wind feist du der Rest nicht, bist der Mann immer gewinnt, das ist restlich. Der Gras ist der vom schwarzen Bema und so schön der tiefe Brüder. Und alle Schwarzen singen im Winter. Tup, 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 ob er auf Schritt und Tritt, dein Kind. Ich sehe auf seiner Brücke, bist der Mann immer gewinnt, aber der Lecker. Am schwarzen Bema hin und her, sind der tiefe Brüder. Der Ringstor, ey. Als Ringkönig, gell? Wahrscheinlich ist das so, was mein Vater früher gesoffen hat. Das kommt bei mir jetzt alles wieder raus. Sieben! Sieben! Ein Dankeschön nochmal an Franzl Lang. Kurz vor Torschluss kriegt er noch eine gescheite Masse, damit er nicht sagt, wir haben ihn zu kurz gehalten. Also, lieber Franzl Lang, recht herzlichen Dank, dass du zu uns gekommen bist. Wir haben gedacht, einen alten Hauding brauchen wir natürlich auch für unser Fest. Einen gut, immer wieder gut ankommenden Musikanten. Und ich denke, sein Auftritt ist nochmal einen besonderen Applaus wert. Und ich möchte ihm natürlich auch ein kleines persönliches Geschenk, ein Erinnerungsgeschenk überreichen von unserem Steinwald-Festival. Vielleicht, lieber Franzl, hörst du mal das Lied vom Biergarten besonders gut an. Ja. Ich denke, das wäre was für dich. Jetzt weiß ich nicht, was ich zuerst machen soll. Soll ich dir die Hand geben oder soll ich trinken? Ich glaube, ich gebe einmal zuerst dir die Hand, Heribert. Ich bedanke mich für die Einladung. Fundige Leute hast du da. Mach nur so weiter. Und dann kommen wir in 30 Jahren wieder vorbei. So, jetzt singen wir nochmal ein Prosit, gell? Sag's selber. Ein Bruch, haben wir's alle. Meine Spielkameraden sind direkt überrascht, gell? Ich sag's euch, Herrli. Hau nein, dass ich weiß, was wir für. Ein Prosit, der Gebetlichkeit. Ein Prosit.
schon was anderes, gell? Mein lieber Freund. Eine Zugabe! Machen wir noch eine Zugabe! Meine Damen und Herren, als Zugabe. Ja, die Tappe war recht für dich, gell? Mein lieber Freund. Ach so, ja. Macht viel aus. Ich muss ja meine Lederhosen noch mal anschließen, nicht? Meine Damen und Herren, ich hätte beinahe was vergessen. Heute haben wir irgendwo Erna sitzen und die hat Geburtstag. Und ich habe gesagt, wenn ich ihr vielleicht so scheißfreundlich wäre und würde für sie den Geburtstagsjodler singen, ich soll aber nicht sagen, wo sie sitzt, weil sonst muss ihr Alter eine Runden ausgeben am Tisch. Und das ist ein ganz knickerter Hund. Nein, das ist nicht. Da brauchst du nicht hindeuten. Erstens hast du nicht Geburtstag und zweitens heißt sie Glinde. Meine Damen und Herren, haben wir noch andere Geburtstagsgäste? Schon? Ha, wir? Da zwei Vorsicht sein, das kostet was. Meine Damen und Herren, alle, für alle Geburtstagsgäste, den Geburtstagsjodler. Zum Geburtstag wünsch ich dir, was du dir wünschst, das soll dir in Erfüllung gehen. Zum Geburtstag wünsch ich dir, dass alles kommt, wie du's gedacht, so wunderschön. Zum Geburtstag wünsch ich dir, dass dir der Himmel alles schenkt und an dich denkt. Zum Geburtstag wünsch ich dir, Gesundheit, Glück und Sonnenschein ins Herz hinein. Und ich hab dir noch was mitgebracht, was dir sicher Freude macht. Von Herzen gern, lebenslänglich keine Sorgen, immer einen guten Stern, einen Esel voll Dukaten und ein Tischlein deck dich auf, keinen Streit mit Advokaten und fall niemals auf den Bauch. Zum Geburtstag wünsch ich dir, was du dir wünschst, das soll dir in Erfüllung gehen. Zum Geburtstag wünsch ich dir, dass alles kommt, wie du's gedacht, so wunderschön. Zum Geburtstag wünsch ich dir, dass dir der Himmel alles schenkt und an dich denkt. Zum Geburtstag wünsch ich dir Gesundheit, Glück und Sonnenschein ins Herz hinein. Und ich hab dir noch was mitgebracht, was dir sicher Freude macht. Meine Damen und Herren, ich glaube, jetzt haben wir eine kleine Pause. Ist das richtig? Ja. In dieser Pause haben Sie Gelegenheit, da drüben den Hut zu kaufen von unserem Direktor. Den glaube ich, verkauft er nicht. Also den Hut können Sie nicht kaufen, aber von der Stefanie, von der Kapelle und von mir haben wir CDs dabei, Kassetten und Schallplatten. CDs und Schallplatten, die kosten heute gar nichts. Ihr müsst nur zu jeder CD und zu jeder Kassette und zu jeder Schallplatte eine Autogrammkarte mit dazu nehmen und die kostet 20 Mark. Also, meine Damen und Herren, weiterhin viel Vergnügen und ein gutes neues Jahr.
Ah ja, das darf ich ja nicht vergessen.